Hey Bros, ich bin Jack Daniel, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich spiele ein bisschen FIFA 17 Ultimate Team. Ich weiß, dass einige von euch da Bock hatten drauf, dass ich das mache und machen wir jetzt auch und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe eigentlich nur einen guten Spieler und zwar David Luiz und den werde ich jetzt aber verkaufen, denn dafür bekommt man schon ein bisschen Kohle und dann kann ich mir vielleicht so ein halbwegs solides Team irgendwie dann zusammenstellen und bauen, weil im Moment habe ich wirklich nur Scheiße und wenn ich einen David Luiz verkaufen würde, mal gucken, dann könnte ich, da ein bisschen was draus machen. Ja, dann könnt ihr da vielleicht echt eine gute Mannschaft damit irgendwie bauen. Und ja, als Startpreis machen wir hier 40.000, denke ich, ist okay. Ist jetzt ein Mittelding. Ich meine, den gibt es auch ab und zu auch für 30.000. Aber wenn der dann halt eben weggehen sollte, dann bleibt da nicht mehr viel. Und dann machen wir das Ganze für 12 Stunden. Ja, und dann schauen wir mal beim nächsten Part dann oder bei den nächsten Parts halt, was da denn so bei rauskommen wird. Okay, so, was? Dein Objekt steht nun zum Tausch bereit. Du kannst den Status auf deiner Transferliste verfolgen. Für Folge, das wird mit einer Gebühr von 5% des Transferpreises berechnet. Okay, ja, die 5% passt schon. Auf jeden Fall haben wir den jetzt halt eben verkauft und hoffentlich werden wir ihn auch verkaufen. Ja, mal schauen, ob der dann auch wirklich rausgeht, weil, ich habe sonst eh keine guten Spieler und ich will mir sowieso keine englische Mannschaft da irgendwie aufbauen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir so. Und mal schauen, was ich sonst noch irgendwie durchsuchen kann, was ich eben im Ding hier habe. Vielleicht kann ich da noch irgendwas Krasses noch verkaufen. Schauen wir mal, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Spiel machen. Ich bin nämlich kein großer Fan von Ultimate Team, ja. Aber Ultimate Team ist halt einfach, ja, Leute oder YouTuber halt eben, die da, ich habe meine Frisur überhaupt gerade nicht gerichtet, also ich sehe heute aus wie ein gerupftes Huhn, aber ist auch egal. Das ist halt eben Leute, die, ja, haufenweise Kohle in den Ultimate Team Modus reinhauen und dann spielen. Ja, und das ist für mich nicht so viel Skill, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen, ja, ist mir dann irgendwie lieber, wenn ich Online-Saison spiele und nicht sowas. Okay, der ist verletzt, der muss, glaube ich, raus. So, Moment. Komm, Assistent. Nee, was mache ich denn hier? Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wie kann ich denn jetzt hier raushauen? Weil der muss weg. Aktionen, ja, Spiele austauschen. So. Suchen in meinen Verein, bitte. Ja, mach mal einfach irgendjemanden rein. Ist ja scheißegal. Ich habe echt nur eine scheiß Mannschaft. Ich habe so schlechte Spieler. Deswegen hoffe ich, dass ich David Luiz dann verkaufen kann. Auf jeden Fall. Und dann mal irgendwie wenigstens so ein gutes Team, so ein halbwegs solides Team irgendwie mit zusammenbaue, das auch wenigstens eine gute Chemie hat. Ja, und dann bin ich eigentlich eh schon zufrieden. Und dann passt das. Und dann kann man das ein bisschen, ja, kann man das ein bisschen aufbauen. Weil im Moment, schaut euch das an. Ja, Chemie 36, 77er Bewertung. Naja. Und ich habe ja auch hier, weil das hier der Leihspieler da ist, ne? Also eher bescheiden. Eher beschissen. Auf Deutsch. So. Wir spielen mal ein Ründchen und schauen, was passiert. Ich habe auch halt viel gesehen, dass Leute halt Videos darüber gemacht haben, dass hier im Ultimate Team Modus irgendwelche Spieler einfach so, ohne dass irgendwas passiert ist, umfallen und eine richtig, richtig krasse Verletzung dann haben und halt die Karten, um sie dann zu heilen, verdammt teuer sind. Ja, also, dass das ein bisschen nicht alles so läuft, wie soll. Okay, kommen der Gegner. Ja, der hat zum Beispiel Schrauber. 100er Chemie. Der wird mich, glaube ich, wegmachen. Der hat echt ein gutes Team. Der hat ein sehr, sehr gutes Team. Ich meine, jetzt auch nicht das Zerficker-Team, aber ich meine, 100er Chemie, das ist schon mal etwas, wo man sagen kann, okay, das ist gut. Aber mal schauen. Vielleicht hat er ja kein Skill. Mal gucken. Vielleicht bin ich ja ein bisschen skillvoller als er. Werden wir gleich sehen. Oh. Ja, ich glaube nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, mit 100er Chemie-Team sollte er es nicht so schwer haben. So, erstmal hier alles einstellen. Okay. Und das ist halt eben das. Man kann sich echt wirklich verdammt schnell für ein bisschen echt Geld ein gutes Team zusammenbauen. Beziehungsweise wenn man auch mehr Geld investiert. Ein noch besseres. Und viele YouTuber machen das ja auch. Und viele Spieler auch. Die hauen da keine Ahnung, wie viel Kohle rein. Ich habe da keinen Bock drauf. So. Schauen wir, dass wir hier mal ein gutes Spiel hinbekommen. Mal gucken. Dass ich den wenigstens ein bisschen das Ganze schwer mache. Bin ich schon happy. Okay. Ich weiß nämlich auch überhaupt nicht, was mein Team kann. Was die machen. Wie die spielen. Da habe ich mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Ah, das hat er gerade gut gemacht. Scheiße. Schade. Oh, aber kein Foul, ne? Ne, kein Foul. Will ich auch hoffen, die. So, jetzt könnte ich was machen. Jetzt könnte ich hier was machen.
Aber es fühlt sich halt auch alles so langsam an, so lame irgendwie. Okay, wenigstens Ecke. Ecken finde ich auch nicht so toll. Und vielleicht mache ich hier was Gutes draus. So. Okay, und. Ah, hätte ich wenigstens noch mal einen Schuss aufs Tor abgeben können. Aber ist nicht gegangen. Du meinst auch, dass du hier durchkommst, ne? Du meinst auch, dass du so einfach durchkommst. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nicht bei mir. Okay. So, langsam. Langsam. So gut verteidigen kann er nämlich gar nicht. Und... Oh, fuck. Fast ein Tor geschossen. Scheiße. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, komm, jetzt mache ich das mal aber hier so. Jetzt suche ich mal so eine reguläre, richtige Ecke. Oh, hätte was werden können. Komm, komm, pass und Schuss, du bist frei. Ah, hat er abgeblockt. Schade. So, komm, 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 komm. Nee, das war nichts, das war nichts. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Konter reinlaufe. Da muss ich jetzt direkt hin und direkt verteidigen. Komm her. Nee, 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 nee. Oh, das war faul sogar. Aber nix da. Nix da. Wundert mich gerade echt. Normalerweise hätte ich mir gedacht, der macht mich jetzt locker weg, weil er 100er Chemie hat. Aber wie es aussieht, kann ich ihn ja doch ein bisschen das Ganze schwer machen. Vielleicht sogar gewinnen. Schauen wir mal. Geht's mal noch sehr offensiv. Obwohl, lachen wir noch auf offensiv. Offensiv ist noch okay. Das passt schon. Den Anfang. Okay. Ja, ich weiß halt genau, was er vorhat. Das war viel zu offensichtlich. Und weg damit. Nice. So. Komm, Popov. Hoppa. Schön nach oben. Hoffentlich geht er. Ne, der geht nicht durch. Schade. Oh, 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 oh. Ah. Da habe ich jetzt Kacke gebaut. Das war nicht gut. Du kommst nicht durch. So nicht, mein Freund. So nicht. So, jetzt gehe ich in meine Zerficker-Pose, wenn ich hier ein bisschen unten bin. Ja, dann konzentriere ich mich. So. Hoppa. Hoppa. Popov. Popov. Komm, schieß mal drauf, da ist es scheißegal. Au! Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen, der Schuss. Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Ein bisschen weiter unten. Dann wäre der gut gekommen. Aber mach mal schon. Mach mal schon. Oh, oh, oh. Oh, 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 komm. Ah, scheiße, Alter. Wieder fast ein Tor geschossen. Wundert mich gerade. Schade. Schon zwei Schüsse, die hätten reingehen müssen. Aber okay. Wird ja noch vielleicht. Ah, der war auch viel zu nah am Torhüter. Viel zu direkt. Dass der nicht reingeht, ist eh klar. Okay, jetzt gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Mal schauen, ob es gefährlich wird. Wird es nicht. Schön. Schön gehalten. Haben auch schön ein bisschen bedrängt. Könnte gefährlich werden. Oh, Alter, da war fast rein. Scheiße, der hat ihn fast reingeköpft. Fuck me. Lauf, Popov. Popov, geht schon. Dann kriegst du auf den Popov. Komm, Alter, Popov ist schon auch direkt down gleich. Und? Ah, Alter, wie schießt denn du? Das war auch noch Rodriguez, oder? War das James Rodriguez? Ich glaube, das war dieser Arsch. Komm, du Sau. Eben Sau. Mach was. Nix da. Nix da. Nix da. So. Komm, Hamers. Hamers. Ja, das war sowieso Absatz gewesen, du Idiot. Ich weiß auch nicht, warum man den James nennt. Das ist James. Aber gut, vielleicht die spanische Version. James. Hört sich voll schwul an. Irgendwie. Wie Juan. Okay. Aufpassen. Das kann nämlich noch nach hinten gehen. Oh, scheiße. Oh, jetzt hatte ich Glück. Da habe ich in letzter Sekunde noch geblockt. Die laufen doch alle in Zeitlupe hier, oder? Und du rennst ins Abseits. Du rennst gerne ins Abseits.
Rodriguez. Ah, scheiße, Rettich. Nein. Das war nix. Das war gar nix. Hoppa. Hoppa. Nee, nee, nee. Du machst nix. Du machst nix. Du arrogantes Arschloch. Meinte hier mit einem Trick ein Tor zu schießen. Versuch erstmal überhaupt regulär überhaupt ein Tor zu schießen. Mit normalen Schüssen. Bevor du mir so kommst. Solche Typen sind auch immer wieder bestens. Ja, ich muss sagen, ich war bis jetzt besser. Ja, ich hatte mehr Schüsse aufs Tor. Ich hatte auch wirklich zwei sehr, sehr gefährliche Schüsse aufs Tor. Aber er hat noch kein Tor geschossen. Das ist gegangen. Aber kann ja noch werden. Kann noch werden. So, wir gehen jetzt auf sehr offensiv. Und machen das schon. Oh. Nein, nein, nein. Aber hat er sich eigentlich gut gedacht. Aber nicht gut gemacht. Komm. Hopp. Nein. Oh, oh, oh. Ah, da ist drin. Scheiße. Hat er leider gut gemacht, das Arschloch. Hat er leider gut gemacht. Guter Schuss. Schade. Ich hätte es mehr verdient zu gewinnen. Weil ich einfach ein scheiß Team habe. Und dafür trotzdem gut gespielt habe. Wie sie jetzt. Aber kann er noch werden. Kann noch werden. Komm. Es fühlt sich so lame an irgendwie. Und fällt's drauf. Ah, komm, du Idiot, du. Du glotzerter Wichser, du. Oh, 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 oh. Yes! Ja, wenn so ein Fail machst, mein Freund, dann ist Popov da und dann macht er eine Tore. Mega Fail von ihm. So ein Fail, ohne Scheiß. Das ist der größte Anfängerfehler, den er machen kann. Und direkt reingehauen. Jo, mei. Tja, der wird jetzt zweimal überlegen, ob er das gleiche nochmal macht. Ob der nochmal so einen blöden, billigen Abstoß macht. Ja, trotzdem aufpassen. Trotzdem aufpassen. Oh, oh, nein. Alter, das gibst du nicht. Jetzt haut er mir nochmal ein Tor rein. Schon wieder mit dem gleichen Neger. Mann. Scheiße. Was für ein Wichser. Ja, komm, Popov, Popov. Du bist der beste Popov. Scheiße. Popov ist echt gut. Der Popov. Oh. Das war nix. Komm, jetzt. Nein. Aber jetzt. Nein. Aber, oh, das war Abseits, oder? War das nicht Abseits? Nee, war nicht mehr Abseits. Tja, und jetzt werde ich zerfickt. Wieder der gleiche. Jetzt fängt er an, nämlich zu zerficken. Ja. Ich habe auch ein billiges Drecksteam. Ohne Scheiße, ich hoffe, ich verkaufe David Lewis, dass ich mir wenigstens so ein kleines, solides Team bauen kann. Dann bin ich schon zufrieden. Aua. Und so bekommst du nur aufs Maul. Komm schon. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Den Ball spielt er gut. Jawohl, verteidig du Arschloch. So einfach komm schon nicht immer durch, geh. So einfach lasse den nicht immer. Ach komm. Ich spiele gerade auch echt nicht so gut. Leider. Komm schon. Nein, nein, lass ihn nicht durch. Lass ihn doch nicht durch, Alter. Meine Fresse. Meine Spiele sind auch hier Dekoration. Ich glaube, die sind auch alle viel zu müde. Ich glaube, ich müsste auch mal so eine Fitnesskarte reinhauen. Aber habe ich ja keine. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ich glaube, ich habe gar keine irgendwelche Karten fürs Team oder so. Sondern nur Schrott. Torres. Soriano. Jetzt wird's gefährlich. Nein! Ah! Ja, ganz genau, Rodriguez. Du bist so intelligent. Super. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ich bin nicht weiß, was du vorhast. Aber ich kann halt einfach nichts machen, weil meine Spieler so scheiße sind. Komme ich einfach nicht nach. Chance erstmal vorbei. Der
ist dazwischen gegangen. Komm, Torres. Komm, komm. Oh, Alter, was war das? Das war auch Behinderung hoch 10 gerade. Komm, 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 komm. Ja, wenn der noch reingegangen wäre, da weiß ich auch nicht. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Go, 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 go. Ja, wie, wohin denn go, 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 wenn die zu müde sind für alles? Das ist ja nicht mal 90. Minute oder so und die sind alle schon tot. Weiser. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und direkt zurückgespielt. Soriano. Boah, bester Pass auf der Welt. Das läuft. Bestens nicht. Klasse Einsatz, aber kommt so, jetzt aber. So, dann komme ich hier wieder nur ein paar Meter. Ja, die reagieren einfach nicht, die Wichser. Deswegen hasse ich diesen Ultimate Team-Modus. Ich hasse das. Die reagieren einfach nicht. Du drückst und der reagiert erst nach 10 Sekunden. Soriano. Da geht er dazwischen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Das ist nicht normal. Amiri. Steil gespielt, gute Idee. Komm, läuft halt noch mehr in Zeitlupe. Meine Oma rennt schneller mit dem Krückstock. Das gibt's doch nicht, oder? Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Und James. Das könnte gefährlich werden. Oh ja, genau. Gefährlich kann das werden. Scheiße kann das werden. Ja, ich mag den Modus nicht. Ich mag Ultimate Team Modus nicht. Bevor du da nicht irgendwie kann und 100 Euro reingesteckt, das brauchst du gar nicht spielen, Ultimate Team Modus. Du musst erstmal locker 100 Euro einstecken für solche scheiß Packs und alles und dann kannst du spielen vielleicht. Abseits, du Nutte. Sonst brauchst du das gar nicht spielen, das Game. Gut, Leute, das war der Ultimate Team Modus und ja, der nächste Ultimate Team Modus Part wird es dann erst geben, wenn ich hier David Luiz losgeworden bin oder so oder den verkauft habe und mir dann ein eigenes kleines Team zusammenstelle, wo man dann auch wirklich gut spielen kann. So macht es keinen Bock. So macht es mir einfach keinen Spaß. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Dafür gibt es eine Online-Saison, das werden wir machen und vielleicht auch die Trainerkarriere mal schauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zusehen. Ciao.